Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch mal was vor, was ich zu Hause nicht vorstellen dürfte oder besitzen dürfte. Aber hier in Polen, beziehungsweise Stettin, wo ich mich gerade befinde, ist das alles kein Problem. Ist das nicht immer wieder schön? Habe ich mir vorhin geholt im Militaria PL und zwar für nicht mal 68 Slotti, das heißt 14 Euro circa. Ja, deswegen ist es auch nicht ganz so schmerzhaft, dass der Gute hier oder das Gute nicht mit in die Heimat darf. Ja, lasse ich dann hier irgendwie zurück. Werde ich wahrscheinlich verschenken oder, na, keine Ahnung, irgendwo in der Schublade verstecken vom Hotel. Jedenfalls habe ich ein Butterfly-Messer von Boecker bei Magnum hier am Start. Und zwar Boecker Magnum Bali Song Rainbow. Regenbogen. Sogar Regenbogen steht hier. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Wir haben es doppelt noch versiegelt, was ich jetzt gleich ändern werde. Ich habe leider kein Messer oder irgendwas ähnliches hier, nur einen Löffel. Ich habe wirklich geguckt. Ja, das ist wirklich ein komisches Gefühl. Ich öffne ein Messer mit einem Löffel. Das ist halt diese klassische Schere, die in so einer Blisterpackung verpackt ist, die man nicht öffnen kann. So. Also für den Preis sieht es ja schon mal ziemlich schick aus. Eine Marke der Heinrich Boecker. Das war mal alles in Deutsch. Warum ist das denn in Deutsch? Man darf es doch in Deutschland gar nicht besitzen. Herrlich. Und in Englisch. Gut. Die hat noch OTFs, die waren aber sehr teuer und haben mir nicht gefallen. Ja. Würde ich alles gerne besitzen, aber ihr wisst ja. Deutschland. So. Messer haben wir hier. Etwas Feines. Das heißt Donut Eat. Klingt nach Donuts. Oh, würde ich auf jeden Fall gerne verspeisen. 100% recycelt. Hm, das ist doch schön. Was haben wir denn hier? Okay, das ist ein Ersatzteil, auch in Rainbow Look, falls das Ganze viel herumgefuchtelt wird, was ja eigentlich auch der Sinn von so einem Messer ist. Ja, ein spannender und schöner Moment für mich. Diesmal fürchte ich keine Konsequenzen, ist alles 100% legal, ist das nicht wunderschön? So, schön verpackt auf jeden Fall, also wie gesagt, für den Preis, so sieht's aus. Sorry wegen der Belichtung. Ich hoffe, das sieht einigermaßen legitim aus, alles hier. Ich filme auch gerade mit meinem iPhone. So. Das ist es. Das ist es. Ist das nicht eine Schönheit? Warte mal. Hier sind ganz kleine Makel. So richtig schön gemacht haben sie es vorher nicht. Okay. Das ist es. Boecker Magnum. Ein echtes Butterfly-Messer. Was ist daran so besonders? Na, eigentlich nichts, außer dass man es nicht besitzen darf in Deutschland. Ja, wisst ihr ja. Muss ich jetzt nicht zum 17. Mal wiederholen. 440a steht hier, obwohl es gegen 42a ja nicht legitim ist. Ja, Klinge ist auch schön, finde ich. Auf jeden Fall. Boecker Magnum mit dem M steht nochmal hier. Die Griffe, die haben 5 Einkerbungen, die so aussehen, dann die ganz normalen Imbusschrauben, Schlüssel hier mit 6 Elementen. Eine, die tritt da aber ganz schön hervor. Ich habe jetzt aber keinen Imbusschlüssel. Die ist komplett locker. Warum? Auch immer das so ist. Okay. Ja, man kann es natürlich auch wechseln hier, auf welcher Seite der ist. Ist jetzt gerade hier auf der scharfen Seite der Klinge. So. Steht ein bisschen unter Spannung, wenn man es festmacht. Sehr schön auf jeden Fall. Ich kann keine Tricks, weil ich damit noch nie wirklich geübt habe. Ich würde es euch einfach nur mal so vorstellen. Au. Ja, das war nicht mehr die Klinge. Das tat schon weh genug. So, man muss eigentlich immer nur aufpassen. Au! Ja, okay, ich sage dazu nichts mehr. Okay, deswegen sind wahrscheinlich Butterfly-Messer verboten, weil man sich so oft den Finger einhaut am Griffrücken. Gut. Schauen wir mal, wie scharf es ist. Mein berühmter Papierschneidetest. Uiuiui. Das ist ja sogar gar nicht mal so schlecht, ganz im Gegenteil. Das ist ein richtig schönes, scharfes Messer. Hat doch echt eine schicke Klinge. Muss ich mal so sagen. Das ist es hier. Was für ein Schmuckstück. Ja, es ist wirklich nicht einfach, das hier zu lassen, aber das ist es auf keinen Fall wert. Die Strafen sind viel zu hoch und ja. Ich habe ja damals schon Ärger bekommen und jede einzelne Minute in diesen Sozialstunden, Alter,
Sie hat tiefer gestochen in mein Herz und meine Seele als jede Klinge dieser Welt. Wenn ich nur daran denke. Nee, gut, Spaß beiseite. Ist sowas nicht wunderschön? Aber so einen sehr niedrigen Preis, wie ich finde, so etwas Schönes, hat irgendwie was Besonderes. Die Art und Weise, wie so ein Messer aufgebaut ist und ja, diese besondere Ästhetik eines Butterfly-Messers, ich weiß nicht, das ist einfach was anderes. Ja. Danke fürs Zuschauen, das war's schon. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Euer Max Butterflyberg. Aber nein, ich filme noch mal kurz aus dem Fenster, damit ihr mir das auch glaubt. Ich bin wirklich im Hotel in Stettin und nicht bei mir zu Hause. Auch wenn ich hier gern wohnen würde. Naja, dann auf Wiedersehen.